Einleitung zu Grenzwert links und Grenzwert rechts. Hier ist die Funktion f grafisch dargestellt, die definiert ist durch f von x gleich 2x, wenn x kleiner gleich 1 ist. Die grafische Darstellung von diesem Funktionsteil, das ist hier diese Halbgerade. Und die Funktion ist definiert als 2x plus 1, wenn x streng größer ist als 1. Dieser Funktionsteil ist hier dargestellt durch diese Halbgerade. Die Zahl 1 selbst hat als Bild 2 mal 1. Da 1 als Bild 2 hat, gehört der Punkt mit Koordinate 1, 2 zum Funktionsgraphen, deshalb ist er auch hier grün gezeichnet. Dieser Punkt mit Koordinate 1, 3, der gehört nicht zum Funktionsgraphen und deshalb ist er rot gezeichnet. Wir möchten jetzt den Grenzwert dieser Funktion bestimmen, wenn x gegen 1 strebt. Aber dabei stoßen wir sofort auf ein Problem, denn wenn x gegen 1 strebt, aber von links, das heißt, wenn x gegen 1 strebt und streng kleiner ist als 1, dann strebt f von x gegen die Zahl 2. Wenn x aber gegen 1 strebt und streng größer ist als 1, das heißt, wenn x gegen 1 strebt, aber von rechts, dann strebt f von x gegen 3. Wir können also den beidseitigen Grenzwert nicht definieren, also werden wir hier den Grenzwert links von 1 und den Grenzwert rechts von 1 à la Cauchy definieren, das heißt mit einer ähnlichen Definition wie diese da. Wir übernehmen genau dasselbe Beispiel und werden jetzt ausdrücken, dass wenn x gegen 1 strebt, aber von links, so, dann strebt f von x gegen 2. À la Cauchy wird das so definiert. Zuerst einmal Limes von f von x, wenn x gegen 1 strebt, aber streng kleiner ist als 1. Das fasst man so zusammen, man schreibt 1 mit einem Minus als Exponent. X strebt gegen 1 minus, das heißt, x strebt gegen 1, aber x ist streng kleiner als 1, das heißt, x befindet sich links von 1. Der Grenzwert links von 1 von f von x ist 2. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, das ist hier die Länge von dem gesamten Intervall, sodass, wenn x streng größer ist als 1 minus r und gleichzeitig streng kleiner ist als 1, das heißt, wenn x in diesem blauen Intervall liegt, dann muss das zur Folge haben, dass der Abstand zwischen f von x und 2, dieser Abstand, streng kleiner ist als s. So definieren wir also den Grenzwert links. Für egal welche Zahl s streng positiv, aber egal wie klein die ist, gibt es eine Zahl r streng positiv. Es genügt, die klein genug zu wählen, sodass alle Zahlen x, die in diesem blauen Intervall liegen, ihr Bild in dieser roten Umgebung von 2 haben. So werden wir das allgemein definieren. Also auch hier, wenn x gegen a minus strebt,
x strebt gegen a, ist aber streng kleiner als a, dann strebt f von x gegen b. Allgemein definieren wir das also so: Der Grenzwert links von a von f von x ist die Zahl b, dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt die klein genug zu wählen, sodass, wenn x streng größer ist als a minus r und gleichzeitig streng kleiner ist als a, das hier bedeutet also in der Zeichnung, wenn x in diesem blauen Intervall liegt, dann muss das zur Konsequenz haben, dass der Abstand zwischen f von x und b, also dieser Abstand da, streng kleiner ist als die streng positive Zahl s vom Anfang. Der Abstand zwischen f von x und b muss also streng kleiner sein als diese streng positive Zahl s. Das funktioniert hier in der Zeichnung für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein sie ist. Schauen wir jetzt ein Beispiel, dasselbe wie eben, für Grenzwert rechts. Die Funktion ist genau dieselbe wie eben und wir möchten hier ausdrücken, wenn x gegen 1 strebt, aber von rechts, dann strebt f von x gegen diese Zahl 3. Wir drücken es à la Cauchy aus. X strebt gegen 1 Exponent plus. Das bedeutet, x strebt gegen 1, ist aber streng größer als 1. Das heißt, x befindet sich rechts von 1. Deshalb nennt man das auch den Grenzwert rechts von 1. Dieser Grenzwert ist 3. Dann und genau dann, wenn für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, s ist also diese Zahl da, für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt die klein genug zu wählen, sodass, sobald x streng größer ist als 1, also rechts von 1, und gleichzeitig streng kleiner als 1 plus r, das hier bedeutet, sobald x sich in diesem blauen Intervall befindet, muss das als Konsequenz haben, dass der Abstand zwischen f von x und 3 streng kleiner ist als s. Das heißt also, sobald x sich in diesem blauen Intervall befindet, muss f von x sich in dieser roten Umgebung von 3 befinden. Verallgemeinern wir dieses Beispiel. Hier haben wir eine Funktion und möchten ausdrücken, wenn x gegen a strebt, aber von rechts, dann strebt f von x gegen b. À la Cauchy, der Grenzwert von f von x, wenn x gegen a plus strebt, Grenzwert rechts, a plus bedeutet, x strebt gegen a, ist aber streng größer als a, das ist so definiert, also dieser Grenzwert ist die Zahl b, dann und genau dann, wenn, für egal welche streng positive Zahl s, ganz egal wie klein die ist, gibt es eine streng positive Zahl r, es genügt die klein genug zu wählen, sodass, sobald x sich streng zwischen a und a plus r befindet, muss das als Konsequenz haben, dass f von x sich in dieser roten Umgebung von b befindet.